geht ab, meine Freunde? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ja, Friends, neuer Vlog. Diesmal ein Trainingslager-Vlog mit der deutschen Nationalmannschaft. Ich werde in ungefähr 40 Minuten meinen Zug nehmen nach Nürnberg. Wir werden ungefähr 4,5 Stunden dahin fahren. Dort steht dann ein dreitägiges Trainingslager mit der Nationalmannschaft an. Auch gerade unter anderem den Fastenmonat Ramadan. Das heißt, ihr werdet auch sehen, wie es ist als Athlet zu fasten plus Trainingslager. Ich werde euch dann mit zu den Trainingseinheiten nehmen, zum Fastenbrechen, was ich vorher und nachher mache. In dem Sinne, Friends, lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Follow da. Ihr würdet mich damit unterstützen, ihr wisst Bescheid. Ich muss mich jetzt schnell anziehen, meine Sachen noch zu Ende packen. Und dann sehen wir uns gleich am Hauptbahnhof. Die Taschen sind auf jeden Fall gepackt. Also jetzt angezogen mit den Nationalmannschaftssachen. Jetzt machen wir uns auf den Weg zum Hauptbahnhof. Meine Freunde, wir sind in 10 Minuten gleich da. Wir sind jetzt ungefähr 4,5 Stunden gefahren. Ja, wir werden jetzt gleich von Nürnberg Hauptbahnhof entweder direkt ins Training gehen, ins Bundesstützpunkt oder zuerst ins Hotel, weil Training beginnt um 14 Uhr. Wir kommen 13 Uhr an, packe jetzt meine Sachen zusammen und steige jetzt aus. Wir sehen uns dann auf jeden Fall gleich. So, Freunde, wir sind jetzt umgezogen für das Training. Wir sind jetzt vom Hauptbahnhof direkt ins Training ins Bundesstützpunkt gefahren. Ja, nach dem Bundesstützpunkt-Training gehen wir dann ins Hotel und später gibt es dann Iftar. Ich zeige euch mal, wie das ein bisschen aussieht. Das ist der Fitnessraum. Gibt es da hinten hin und hier unten ist die Kampfhalle. So, Freunde, das Training ist jetzt vorbei. Wir sind im Hotel. Wir waren gerade kurz einkaufen. Ich zeige euch mal das Zimmer und was ich gekocht habe. Hier so ein paar Erdbeeren, ein paar Getränke. Hier Wasser von Tamango, wichtig. Zeig mal die Aussicht. Boah, Traum Malediven. Ja, Mann. Jetzt duschen wir, beten unsere Gebete nach und gleich ist Iftar. So, Freunde, wir sind jetzt Iftar draußen. Wir sind jetzt wieder im Hotel. Ja, Mann, das war jetzt der erste Tag von Anreise. Da haben wir lockeres Training gehabt. Morgen geht es dann richtig zur Sache. Dann steht früh eine Einheit an, so technisch-taktik. Und dann später vor Iftar dann richtig Sparring mit elektronischer Weste. Das sind dann Testmatches. Da geht es nochmal richtig zur Sache. In dem Sinne, ich lege mich jetzt ein bisschen hin, mache gleich meinen Wecker auf zu Fajr, mache noch ein bisschen zu Suhoor, was trinken. Und dann sehen wir uns morgen früh. Bis später. So, einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Wir haben jetzt Tag 2 vom Trainingslager, heute Samstag. Die erste Einheit wird jetzt ein bisschen so technisch-taktik sein, Spielsparring, denke ich, viel. Und später geht es dann richtig zur Sache mit Sparring. Ich packe jetzt noch meinen Rucksack zu Ende und dann machen wir uns auf den Weg zum Bundesstützpunkt. Übrigens, Freunde, ich faste das ganze Trainingslager, obwohl ich befreit wäre wegen Reise, weil ich bin ja mehr als 6 Stunden gefahren. Aber ich ziehe das Fasten trotzdem durch. Bis später. Freunde, die erste Einheit am zweiten Tag ist jetzt vorbei. Ich merke schon extrem den Durst, weil wenn ich jetzt nicht im Trainingslager bin, trainiere ich immer kurz vor Iftar. Dann habe ich direkt Iftar und am Abend nochmal. Jetzt, wenn man im Trainingslager ist, da muss man sich halt anpassen. Da trainieren wir halt ganz früh, müssen wir schon 8.30 Uhr da sein. Und zweite Einheit ist dann nochmal vor Iftar, das heißt, Durst kickt unnormal. Erste Einheit konnte ich nicht so viel filmen, weil ist auch komisch, immer Handy rausholen und so. Dann sehen wir uns später. Ich ruhe mich jetzt noch etwas aus. In dem Sinne, wir sehen uns später. Freunde, wir sind jetzt schon wieder auf dem Weg zur zweiten Einheit. Jetzt steht Sparring an. Wir haben super schönes Wetter. Ich denke, nach dem Sparring werden wir dann kurz unser Fasten brechen und dann entspannen. Ich werde mich jetzt ein bisschen hier tapen, meine Gelenke etc.
vorbei. So, meine Freunde, das Sparring ist jetzt vorbei. Jetzt mache ich mit den Shababs hier Iftar. Ahmed! Wir haben jetzt geduscht. Jetzt den besten Döner in Bayern. Für mich 100%. Das ist der hier. Plus auf Nachtisch. Ich zeig mal, wo wir hingehen. Ich habe jetzt Maxi King, Bueno Füllung, Pistaziencreme, Lotuskekse, Oreo Kekse, Erdbeeren. So, taste test. 2 Stück gegessen, full. Man kann nicht mehr als 2-3 Stück essen. Ich habe 6 Pult. So, meine Freunde. Trainingslager Tag 2 und Ramadan Tag 13 ist vorbei. Damit endet auch der zweite Tag. Jetzt chill ich ein bisschen, ess noch was. Später ist Suhoor. Wir haben auch natürlich mit Fasten durchgezogen. Alhamdulillah, oh nein. Morgen ist dann der letzte Tag. Wir werden dann noch früh eine Einheit haben, dann ist Abreise. Und wir sehen uns wie gestern wieder morgen. Tag 3 vom Trainingslager. Sonntag ist der letzte Tag. Heute ist auch Abreisetag. Heute steht noch eine Trainingseinheit an. Und ja, ich packe gerade meine Koffer, weil wir checken auch direkt aus. Wir nehmen unsere Sachen mit zum Bundesstützpunkt. Wir machen dann die Trainingseinheit da, duschen dort und sind direkt auf dem Weg nach Hause. Ja, Mann, in dem Sinne, wir sehen uns dann gleich beim Training. اهلا وحبا وتشرفا بمقديمكم بمدرسته هند اضحى السعد انوانا على ربى الامس شيدنا مدارسنا بالاي نروي فؤادك كان عطشانا اهلا وحبا وتشرفا بمقديمكم بمدرسته هند اضحى السعد انوانا بمدرسات هند أضحى السعد ألوانا هنا نرددها الآيات نحفظها قرآننا آلق والقلب مزدانا هنا المسرات لم تبرح ملامحنا هنا الرضا ما توارى عن حنايانا كتاب ربي تدارسناه في شغف حفظا وحبا وتفسيرا وإتقانا على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادكنا. So friends, die Einheit ist vorbei. Ich hoffe, habt ihr sie genossen. Ich habe jetzt frisch geduscht, Sachen sind gepackt, machen wir es auf dem Weg. Wir machen es auf dem Weg zur Bahnhaltestelle, da fahren wir zum Hauptbahnhof. Ungefähr eine Stunde kommt mein Zug. Wir werden jetzt 4 Stunden durchbrettern nach Essen. In diesem Sinne, tschüss Lüneburg. Wir sehen uns dann gleich am Hauptbahnhof. Freunde, wir sind endlich zu Hause angekommen, nach ungefähr 5 Stunden Fahrt. Erste Einheit noch da absolviert, wir sind seit 8 Uhr morgens wach. Jetzt lege ich mich noch etwas hin aufs Ohr. In einer Stunde ist Fastenbrechen, Freunde. In dem Sinne, wir sind schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und die Szenen waren interessant für euch. Ihr konntet einiges mitnehmen. Lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Lasst ein Like da, ein Follow da für zukünftig mehr Videos. Und in dem Sinne, Friends, passt auf euch auf und wir sehen uns beim nächsten Vlog.